Willkommen zurück, Freunde, bei Risen 3 Titan Lords. Wir sind in einer riesigen Mine von den guten Gnomen und gucken uns natürlich jetzt erstmal in aller Ruhe um, sind natürlich in derselben Session und wollen doch direkt mal mit dem Hacken beginnen. Sehr cool. Magische Kristalle, keine Ahnung, wofür wir sie brauchen. Wir sind zwar kein Magier, aber ich meine, letzten Endes können wir sie ja verkaufen oder wir können uns damit etwas schmieden. Und anstatt 5 bekommen wir jetzt 8. Das finde ich gut. Hallo. Nö, du hackst Glitzersteine. Und das macht dir Spaß? Jip, jip. Ja, die lieben das, ne? Guckt euch diese Maske an. Oh, wie herrlich. Schön. Kann ich denn irgendwie helfen? Nö, du. Nö, du will weiter hacken. Dieser Gno hat typischen Gno-Namen. Ich soll dich in Ruhe lassen? Jip, jip. Berg ist Grane Kumpo. Und auf den Tisch kommt heute Kristall so wunderschön. Okay. Alles klar, der hat keine Probleme. Der will da in Ruhe weiterhacken, dann lassen wir ihn auch hacken, ne? Also, wenn es ihm Spaß macht. Keftier sammelt Dingi. Mhm. Was sammelst du denn? All Dingi, die herumliegen. Mhm. Ist Trick. Wenn Keftier sammelt, er muss weniger arbeiten. Mhm. Du meinst mit Sammeln nicht zufällig stehlen? Keftier ist doch kein Tief. Wir Gno niemals klauen. Ah ja. Nur wer viel sammelt, bekommt großen Platz auf anderer Seite. Was meinst du mit der anderen Seite? Platz für Gno, wenn der große Schatten sie holt. Du sprichst vom Schattenreich. Jep, kein Gno will Ewigkeit in Armut verbringen. Da, neben Goldstück. Omi sollte auch sammeln für andere Seite. Okay, ein Gold erhalten. Na, immerhin, Dankeschön. Ist ja eine nette Gestik, aber Taschendiebstahl 90 von 90. Jawohl, Ring des Diebes erhalten. Sehr cool, Dankeschön. So, hier läuft anscheinend auch alles. Dann gucken wir uns natürlich mal weiter um. Ich meine, hier drüben sind wir ja rausgekommen, ne? War das nicht so? Hier oben? Hier waren wir, meine ich schon. Wir müssen ja unter dem Berg. So, dann wollen wir mal gucken. Ich bin gespannt. Wahnsinn, ne? Wahnsinn, warte mal, wir konnten hier was aufsammeln. Wo denn? Was hab ich verpasst? Wo war es? Da. Achso, der Geisterpilz. Ja. Komm ran. Komm ran hier. Ich hoffe, wir verpassen keine Gnomen hier. Lass mal hier. Hallo. Kaka. Wie, was? Was hast du, Kleiner? Keftier, kein Kumpo mehr. Klaut Glitzersteine. Und wenn Vega nichts liefert, Glitzersteine, waller mir böse. Ist Klauen nicht normal bei euch Gnomen? Nee, Gnome nehmen Dingi von Homi oder Kavas, nicht von Kumpus. Ohne seine Kristalle, Vega hat großes Problem. Ganze 5 fehlen für nächste Lieferung. Es fehlen ganze 5 Kristalle? Naja gut, komm, dann meine Hilfe in dieser Sache kostet dich was. Ach Quatsch, was soll's, ne? Wie viel wirft diese Mine ab? Viel ist gute Mine. Genaue Zahl Vega nicht weiß. Aber Kava ist hartnäckig. Gibt nicht umsonst her ihre Schätze. Wenn alle Gno helfen mit, wir schaffen nächste Lieferung sicher. Gut für Zaubermänner und gut für Gno. Alles klar. Ich besorge dir 5 Kristalle. Jip, jip. Homi, gib die Glitzersteine. Famo! Machen wir auch. Haben wir natürlich dabei. Verzeiht, wenn ich gerade nicht reden konnte, aber ich musste niesen. Hier hast du 5 Kristalle. Tantan, Homi. Ist Grane Kumpo. Ja. Und was ist mit meiner Belohnung? Ach. Jip, jip. Vega hat Hono. Gib die Donner für Homi. Donner? Okay. Alles klar. Vielen, vielen Dank dafür. Boah, so viele Spitzhacken hier, ne? Wahnsinn. Haben wir noch was Schönes? Ne, hier war ja der Krug. Warte mal, da liegt ein Buch. Können wir eh nichts mit anfangen. So, gib her hier, der Kristall. Ach, coole Sache, ne? Wirklich schön. Ja, ich meine, hier passt alles. Die Grafik sieht okay aus, in meinen Augen, ne? Ich meine, ich bin jetzt, wie sagt man so schön heutzutage, keine Grafikhure unbedingt. Und Musik passt, alles idyllisch, Atmosphäre, alles wunderbar in der Höhle. Auf sowas stehe ich total. Warum schürfst du nicht? Was dich geht an. Valamir oder Far ist dich geschickt? Ja. Ich bin mein eigener Auftraggeber. Nix Tifo für Banu. Homies gleich. Nur Augen für Glitzersteine.
Valamir und Faris nie hören auf Banu, wenn man vor Gott so in Kawa. Du redest von Monstern in der Mine? Jep, jep. Gott so Murksa, alle Gnu, wenn nicht Atto Atto. Warum hört euer Anführer nicht auf dich? Faris nur Bretter im Kopf. Banu behaupten, Faris hat Brett vorm Kopf. Verstand einhämmern könnte helfen. Nein, ein Klopper ohne Hono. Was? Nix Ehre, wenn schlagen Gnu. Ah ja. Okay, lass mich raten. Wir müssen nach den kleinen Monstern suchen, ne? Oder wer weiß, vielleicht ein dickes wieder. Aber nun gut, dann, Was kann ich tun, damit du wieder die Spitzhacke schwenkst? Banu Hacker, wenn Geräusche weg. Ich sehe hier keine Monster. Banu auch nicht sehen, aber hören. Kratzen gegen Fels, ganz in der Nähe. Romy muss ganz unten in Mine umgucken. Naja, gut. Ich gehe den Geräuschen auf den Grund. Miss Miller! Romy besser als Valamir. Ja klar, wir sind ja auch der Held, ne? Der Retter der Welt. Weißt du, wo ich Rami finden kann? Rami ist neugieriger Gnu. Versteckt sich bestimmt ganz unten in Berg. Nun gut, dann werden wir da auf jeden Fall gucken. Wehe, das ist jetzt wieder so ein Gürteltier, ne? Dann aber der Fusel. Da kommt man mit hier rein. Wehe, es ist ein Gürteltier. So, lass mal überlegen. Wir können da runter, wir können da runter. Wir laufen erst einmal im Kreis, Stück für Stück, spiralförmig hinunter. Okay, ich wollte gerade sagen, man hört nichts, aber man hört auf jeden Fall etwas, ne? Hier durch? Ne, bestimmt hier unten. Bestimmt da unten, Fingerblatt. Nehmen wir natürlich noch eben mit. Oder bin ich ja mal neugierig, was wir da treffen werden hier. So, den guten Pilz. Boah, hier haben sie auch alles verteilt, ne? Wahnsinn. So, gib her, der Kristall. Oh, die Musik ändert sich. Oh, oh. Hack und Hack. Denk dran, ne? Den Stein kaputt streicheln. So, was haben wir hier noch Schönes? Noch ein Geisterpilz? Immer ran damit. Ich sammle alles. Auch wenn wir es brauchen oder nicht brauchen. So, laufen wir einmal rum. Da müsste es aber gewesen sein. Ne, da war noch was. Ach, da unten. Okay, da gehen wir eh ran. Die Feuerblume. Dann wollen wir mal gucken. Da bin ich ja jetzt mal neugierig hier. So, hier haben wir nichts mehr. Hier haben wir nichts mehr. Bis auf die schöne Truhe. Und da unten sind die Monster und dahinter ist bestimmt der gute Rami, weil der hat Schiss von den Monstern. Ist doch Logo. Ist alles auf dem Wege. Sehr schön. Finde ich gut. So, hier das noch mit abgehackt. Lassen wir natürlich nicht einfach links liegen. Hab ja gesagt, also so und so, Freunde, wenn ihr das hier seht und ihr fangt ein neues Spiel an, vergesst das Schürfen, auch wenn man es hier lernt. Ich weiß nicht, wo man es noch woanders lernen könnte. Einfach alles umgehackt, ne? Einfach mitnehmen. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Oha. Oh, oh. Oha. Jetzt geht's los. Oh. Nein. Jetzt geht's los. Boah. Okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Die Brutspinne müssen wir erledigen. Okay, das sind anscheinend die Viecher, die er gemeint hat. Das wird interessant. Hallo? Ich sehe das doch jetzt schon. Komm raus da. Krabbelzeug hier in der Nähe von arbeitenden Gno? Keine gute Idee. Nee, wieso? Bestimmt nicht. Gebratenes Krabbelzeug, sehr lecker. Schlechter Lagerplatz für Krabbelzeug. Okay. So kann man es natürlich aussehen. Fackel? Fackel? Okay, haben wir. Ein Ring? Ein Spinnauge. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal gefunden. Egal, so, auf geht's. Wollen wir mal gucken. Wir können ja auf dem Rückweg alles mitnehmen. Mal eben kurz die Rüstung buffen, falls wir noch auf irgendwas Schlimmeres treffen. Komm ran hier. Nixes. Hallo, Brutspinne. Ich weiß, wir haben zwar keine keine Schnelligkeit mehr, aber für dich reicht das allemal hier. Zack, komm ran hier. So. Komm da runter. Ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Wollte gerade sagen. Das war's. Tschüssi. So. Was kriegen wir? Eine Menge Klamotten.
Sieht ja sehr interessant hier aus. Oh, verdammt. Nein. Komm her hier. So, zack, tot. So sieht's aus. Wahnsinn. Sieht ja richtig nett hier aus. Es sei denn, man mag keine Spinnen, ne? Da kommt auch noch einer raus, okay. Ja, ja, komm mal runter da. Los, komm runter. Schlitz. Zack. Vorbei. So, hier haben wir ein kleines Feuer. Okay. Ich denke mal, hier ist irgendjemand versteckt oder so. Die Fackel können wir nicht aufheben. Hallo. Na, nicht nur ein Ekelspinni? So, da ist nämlich der gute Rami. Halpo, Halpo, Atto, Atto. Ja, ja, ja. Okay, Kleiner, du brauchst Hilfe. Hab's kapiert. Ja. Homi Murksakritu. Schätze, du meinst die Spinnen. Jip, jip. Die sind platt. So sieht's aus. Du siehst so aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Oder willst du hier etwa nach Steinen suchen? Nö, Homi. Rami Arafaris Kava. Okay. Du willst hier also keine Wurzeln schlagen. Finde ich gut. Wo genau ist Faris Lager? Homi Travo Topakawa, Kapi? Okay, das Lager befindet sich also ganz oben in der Mine. Jip, jip. Lass mich raten und wir müssen dich dahin bringen. Folge mir. Ich bring dich hier raus. Homi Kumpo, Faris Kawa, Faris Kawa. Ja. Ja, ich bring dich schon in Faris Lager. Du brauchst es nicht ständig zu wiederholen. Fabo, Rami Slova, Homi nix better. Du meinst, ich soll langsam laufen? Jip, jip. Gut, machen wir doch. Raus aus dem Stollen, aber... Ja, gute Kristall nehmen wir mit. Ist doch Logo. Na, komm schon. Hicke, hacke, hicke, hacke. Das Schwert flimmert so ein kleines bisschen, ne? So, haben wir hier sonst noch irgendwas Schönes, was wir übersehen haben? Hier war, meine ich, ja noch der Ring und alles hier so, ne? Ja, gut. Dann würde ich doch mal sagen... Können wir wieder raus, ne? Wir sollen natürlich langsam laufen. Kriegen wir, glaube ich, hin. Coole Sache, coole Sache. So, hinterher hier, meine zwei kleinen Freunde. Gemo, Gemo! Was? Was ist los? Rami Taki Gemo! Was? Na gut, dann heb deinen Gemo auf. Miss Miller, Rami Iowa Gemo! Was du nicht sagst, gehen wir weiter. Gib. Rami's Better! Also Gemo mit der will gehen, ne? Okay. Kriegen wir hin. In aller Ruhe. Ja. Ganz gemütlich, ne? Freunde. Oder auch nicht. So, damit hätten wir das ja alles erledigt, ne? Cool. Gefällt mir. Ging zwar leider ein bisschen schnell, aber ist doch eine coole Sache, Mensch. Coole Sache. Und die Masken von denen, das ist ja der Hammer, ist das. Die Masken sind das Beste überhaupt hier von den Gnomen. Haben sie toll gemacht, oder? Mit den Laternen oben drauf, ne? Also ich meine, haben sie sich echt was einfallen lassen. Sehr cool. Homi? Was ist denn jetzt schon wieder? Granitraco Odotini Traco Akafaris? Was? Rami Vanna Granitraco. Nix Treppi. Na gut, wir nehmen den langen Weg. Homi Fabo Kerl. Ja, ja, weiter. Okay, das heißt, er will nicht den kurzen Weg, wir nehmen den langen Weg, ja? Naja, gut, ja. So wie der Gnom es wünscht, so soll es geschehen. So, ich denke mal, das ist der richtige Weg hier, ne? Will ich mal schwer hoffen, so. Ich weiß zwar nicht warum, aber der will sich halt anscheinend noch ein bisschen umgucken, ne? Es sei denn, er will abhauen. Oh, Lucky Lucky, Marvi Cliffo! Ja, die Felswand ist echt toll. Jetzt lass uns endlich weitergehen. Ja, okay. Ja, geh mal weiter. Das Gnom. Das Gnom. So, jetzt sind wir aber auch kurz vorm Lager. Ich denke mal... Homi. Homi ist Ramis Kumpo. Ja, ist schon gut, Kleiner. Rami Dona, Granne Dingi für Homi. Nicht schlecht, danke. Cool, dankeschön. Und das war es dann auch, ne? Haben wir erledigt. Sehr cool. So, pass auf, Faris. Und zwar... Was deine Kollegen hier unten angeht. Ja, wir haben... Oh ja, eine Menge gemacht, ne? Ich habe Rami gefunden. Er hat im unteren Teil der Mine einen Durchbruch entdeckt. Dort kam eine große Spinnenhöhle zum Vorschein. Kaka! Ich hoffe, er hatte nicht zu großen Schreck bekommen. Ihm geht's gut. Miss Miller, ich freue mich.
Dann wird Rami bald wieder arbeiten in Kawa. Was deine Kollegen hier unten angeht. Nö, du brauchst keine Hilfe. Faris schon gedacht. Trotzdem gut zu fragen. Ich habe mit Vega gesprochen. Jep. Er hat keine Probleme mehr. Supi, Homie. Ich habe mich um Banus Probleme gekümmert. Gut, Homie. Banu ist wichtiger Arbeiter. Kefkir ist fleißig bei der Arbeit. Gut, Homie. Tantan, ich danke dir. Ich habe mich um alle Gnome in der Mine gekümmert. Dann, Homie Kumpo von Gno. Du jetzt großer Freund. Hast du gesprochen mit Wächter Valamir? Nein, noch nicht. Dann, Homie sollte reden mit ihm wegen Halpo. Dann war's das? Hast du sonst noch etwas für mich zu tun? Homie hat genug getan. Sehr cool. So, das war die große Mine. Aber auch eine wirklich coole Sache, ne? Muss man ja schon dazu sagen, ne? Cool. So, der ist natürlich wieder unterwegs. Da müssen wir, glaube ich, jetzt wieder nach draußen laufen, ne? Da patrouilliert er ein bisschen. Und holen uns von ihm dann noch die Belohnung ab. Und dann geht es auch direkt schon weiter hier. Meine Güte. Fast eine ganze Folge für die dicke, dicke, große Mine. Wo ist er denn? Der stand da hier unten. Nanu? Ja. Bist du hier drinnen? Nee. Er war sich auch nicht waschen in dieser wunderschönen Badewanne. Wo läuft der denn rum, sag mal? Jetzt sag mir, er läuft hier auf Patrouille. Da würde ich ja lachen, du. Der war doch hier oben. Wo ist er hin? Wo bist du? Lass mal gucken. Da ist er nicht drin, ne? Bist du hier drin? Nee, da ist er auch nicht drin. Ach, jetzt läuft der hier wirklich rum, ne? Einmal durch die Mine oder was? Wo ist er? Wo ist er? Wir machen uns auch schwer. Wir könnten auch einfach auf die Karte gucken, ne? Aber... Gnom, Gnom. Bin ich blind? Kann doch nicht sein. Sag mal, wo ist er denn hin? Zeig mal her hier. Aufgabe. Wollen wir es denn? Und zwar... ja, sie sehen alle gleich aus. Das ist klar. Drei bestimmte Gnome finden. Wir haben gar keine Aufgabe mehr hier, ne? Oder? Nee. Der Reaktor. Minenbericht. Ja, die gute Mine. Markieren. Mal gucken. Ja, der sagt, er ist draußen. Obwohl, nee, das war der Schürfer. Jetzt ist der wirklich draußen? Ich weiß es nicht. Ist natürlich jetzt blöde, ne? Jetzt laufen wir hier wieder rum. Für nichts und wieder nichts. Aber gucken wir uns halt mal in aller Ruhe um. Ich weiß ja nicht, wo er hin ist. Da unten haben wir einen Gnom. Da hinten läuft er nicht entlang. Da auch nicht. Laufen wir halt mal einen langen Weg. Ich meine, der läuft hier rum. Könnte ich wetten. Wehe, der steht jetzt wieder da oben und wir laufen einmal im Kreis. Ah. Naja, gut, komm. Was soll's. Normalerweise würde man ja jetzt rufen und er würde antworten, aber dem ist nicht so komisch. Hier wird er uns angezeigt. Ach, da sitzt er rum, den habe ich ja nicht gesehen. Du, pass auf. Ich habe mich um deine Mine gekümmert. Das will ich dir auch geraten haben. Da, nimm dieses Gold, damit du merkst, dass harte Arbeit sich lohnt. Und jetzt, Abmarsch! Dankeschön, finde ich super. Aber, pass auf, einschüchtern 100 haben wir nicht, ne? So gut bin ich auch nicht. Nö. Aber, pass mal auf, da kenne ich einen kleinen Trick. Und zwar im Inventar, auf Benutzbares, haben wir bestimmt so einen Trank, der uns da mal ein bisschen helfen kann, oder? Haben wir noch so einen Trank? Der Magie? Ja. Den brauchen wir nicht. Und zwar Trank der Überzeugung. Einfluss, nee, das ist der nicht. Das ist der, der hier müsste es sein, ne? Silberzunge. Trank der Ehrfurcht. Da ist er. Deine Belohnung ist ein bisschen mickrig gewesen. Du kannst froh sein, dass ich dir überhaupt etwas gegeben habe. Na? Nun, jemand anderes hätte an deiner Stelle sicher mehr abgedrückt. Ach ja? Noch habe ich hier aber das Sagen. Fragt sich nur, für wie lange. Du hast doch gar nicht die Beziehung, um hier auf dicke Hose zu machen. Wart's ab. Ach, dann nimm dieses Gold und verzieh dich endlich. Jawolle. Da haben wir ihn doch. 150 Gold aus der Tasche geleiert. Sehr gut. So. Dann mal einen Blick auf die Karte geschmissen. Wir könnten selbstverständlich jetzt da hinten auch rüber. Aber eigentlich möchte ich erstmal hier jetzt da den Teil hier der Karte erkunden. Ne? So soll es sein. Hier drinnen sind wir jetzt gewesen. Schürfer, Faris und Banu hätten uns das beigebracht. Hier ist noch ein Lehrer. Der könnte uns das Letzte beibringen. Haben wir aber noch nicht am Start. Dann würde ich das sagen, machen wir es... Mal ganz schnell hier rüber geportet und dann gehen wir erstmal in den Norden. Habe ich nämlich gerade Lust drauf. Und dann können wir natürlich auch den Minenbericht abgeben, dass wir die dritte und vorletzte Mine gefunden haben. Es sei denn, es gibt mehr Minen. Ich meine, er hat von 4 geredet.
meine ich, sag ich, denke ich. So, komm mal ran hier. Und zwar... Eine Sache noch wegen der Minen. Ja? Und zwar... Die Nordmine wird wie erwartet liefern. Gut. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ach Quatsch. Ich hatte kein gutes Gefühl, diesen Valamir mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe zu betrauen. Ich verstehe genau, was du meinst. Wenn du sagst, es läuft, dann will ich das mal glauben. Danke für die Nachricht. Kein Problem, das läuft auch. Und zwar... Unter dem Brunnen des Lagers hier gibt es vielversprechende Kristallvorkommen. Ja, natürlich. Sie sind Teil des Reaktors, an dem die Magier arbeiten. Ah. Die Kristalle da unten sollten besser bleiben, wo sie sind. Okay. Verstehe. Alles klar. Kriegen wir aber nochmal eine dicke Belohnung. Find ich wunderbärchen. Ich würde sagen, Freunde, wir laufen jetzt diesen Weg hier dann gleich mal entlang. Aber das alles wie immer das nächste Mal. Ich hoffe, es hat gefallen und bis dahin.